Hallo und willkommen zu dieser Review, mal wieder zum Thema Thundercats, welche ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge sehen werde. Das lachende Auge, weil ich froh bin, dass ich diese Figur noch bekommen habe. Es handelt sich nämlich um King Claudus, den Vater von Lion-O und Tigra, beziehungsweise Adoptivvater von Tigra. Und ja, nachdem TK Max einige Figuren der Thundercats Toyline noch angeboten hatte. Ich habe da vor ein paar Monaten mal drüber berichtet. Mehr Informationen zu Thundercats 2011 und dem Release-Plan für Deutschland, der leider gescheitert ist, findet ihr noch bei uns im Forum auf starblight.de. Und ja, King Claudus habe ich überhaupt nicht mehr mit gerechnet, dass ich den vielleicht nochmal kriegen würde. Und Wunder geschehen halt hin und wieder mal. TK Maxx hatte halt noch die letzte Welle, die noch selbst in den USA extrem schwer zu bekommen war, soweit ich mich erinnern kann. Und ja, ich habe King Claudus bei TK Maxx für 3,99 € bekommen und das ist doch mal ein Hammerpreis. Ich hole noch kurz die Verpackung her. Aua. Die wäre hier. Und ihr seht hier oben ein absolut großartiges Artwork. Und übrigens, kleines Wissensupdate. Claudus wurde in der Serie gesprochen vom Original Lion-O-Sprecher aus den 80er Jahren. Ich weiß leider den Namen nicht mehr, man möge es mir bitte verzeihen. Müsste ich vielleicht bei Zeit nochmal nachgucken. Ansonsten, in der Welle gab es halt noch den Panthro in der zweiten Version. Ein Lion-O in einer neuen Version mit erweiterter Armrüstung. Claw of Ohms? Nein. Wie ist das? Armor of Fandera? Ach, irgendwie sowas. Weiß ich jetzt nicht mehr. Ich muss mir die Serie auf jeden Fall nochmal reinziehen. Ich habe da schon wieder so ein bisschen Entzugserscheinungen, was Thundercats angeht. Ja, immer noch sehr schade, dass die Serie eingestellt wurde. Ja, King Claudus kommt mit einem Sword of Omens. Und das ist im Gegensatz zu dem von Lion-O sogar versilbert. Hier fehlt zwar immer noch der schwarze Punkt im Auge, aber wirkt auf jeden Fall schon optisch hochwertiger als das von Lion-O, welches ich euch noch gleich zeigen werde. Den Umhang kann man entfernen. Dann haben wir hier das Thunderlings-Feature am Rücken. Die Rüstung habe ich noch nicht versucht zu entfernen. Ist vielleicht irgendwie möglich, aber ich lasse es einfach mal. Sieht auf jeden Fall mit Umhang verdammt cool aus. Was ich schade finde, ist, dass er kein Holz dafür fürs Schwert hat. Wir gucken uns mal das Gesicht an. Das ist ziemlich gut bemalt. Hatte einfach auch diesen weisen Blick. Und ja, wirkt jetzt wahrscheinlich auch einfach durchs Licht ein bisschen zu viel des Guten. Ich hoffe, ihr könnt so ein bisschen erkennen, was ich meine. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Dann hat er halt auch hier auf seinem Gürtel das große Thundercats-Logo, was auch sehr gut aussieht. Die Beweglichkeit. Er hat bewegliche Schultern, ein Ellenbogengelenk, drehbare Handgelenke, kein Drehpunkt an der Taille. Ah, ich sehe gerade, hier kann man die Rüstung so ein bisschen... Ah ja, kann man abnehmen. Und da kann ich euch hier auch noch die Beweglichkeit in den Beinen zeigen. Er hat nämlich hier Kugellenke an den Hüften. Er hat Scharniergelenke an den Knien. Und die Rüstung ziehe ich mir jetzt wieder an. Ich glaube, die Beinbeweglichkeit ist durch die Rüstung auch ein bisschen eingeschränkt. Das zeige ich euch jetzt nochmal, sobald ich ihn hier wieder angezogen habe. Ja, wobei es geht. Die Rüstung ist sehr flexibel, sehr weiches Plastik. Dadurch kann man die Figur auch ein bisschen bewegen.
Ja, in der Serie hatte der Charakter einen sehr kurzen Auftritt. Ich glaube nur in der ersten Folge und in einem kurzen Special-Video, wo man Lion-O als Baby sieht und Snarf der Babysitter von Lion-O ist. Da hat man ihn, glaube ich, nochmal ganz kurz gesehen. Auf jeden Fall eine sehr tolle Hommage, dass er von dem damaligen Lion-O-Sprecher aus der Originalserie gesprochen wurde. Und Kenny. Ah, mein Gott, wie heißt denn der Kerl jetzt? Mein Gott, ich habe ihn sogar bei Facebook in der Freundesliste. Gott, Larry Kenny, Larry Kenny. Ein Urgestein der amerikanischen Synchronsprecherkultur. So, wie kann ich den Namen vergessen? Ja, und wie gesagt, also Claudius kommt mit dem Sword of Omens in der silbernen Version, während Lion-O, sein gebürtiger Sohn, nur eine graue Variante hat. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich die Schwerter demnächst mal austausche. Aber auch hier haben wir wieder das Problem, dass das Schwert aus sehr dünnem Plastik ist und durch die Lagerung in der Verpackung im Blister sehr verbogen ist, was mir wiederum etwas sauer aufstößt. Aber na gut, das bin ich mittlerweile bei Bandai etwas gewöhnt. Aber sonst eine sehr schicke Figur. Soweit ich halt, wie gesagt, informiert bin, auch ziemlich selten. Das heißt, solltet ihr zufällig in eurem TK Maxx an Claudius vorbeilaufen, für 3,99 € ist der mit Glück noch zu erwerben. Und jetzt habe ich hier noch Tigra, seinen Adoptivsohn. Und wir haben ja eine kleine glückliche Familie. So in etwa. Und ja. Wie gesagt, sehr schade, dass die Serie eingestellt wurde. Sehr schade, dass die Figuren nie offiziell nach Deutschland kamen. Und ja, vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal eine Chance, dass Thundercats nochmal wiederbelebt werden. Denn seit der Serie ist es wieder extrem ruhig geworden um die Serie oder um das Franchise allgemein. Und das finde ich sehr schade, denn Thundercats gehört für mich mit zu meinen Kindheitserinnerungen und einfach zu dem, was meine Kindheit irgendwo ausgemacht hat. So, jetzt habe ich genug geplaudert. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Bei Fragen zum Thema Thundercats, schaut doch mal in unser Forum auf starblight.de oder in unsere Facebook-Gruppe auf starblight.de oder natürlich auch unsere Facebook-Seite. Und ja, was soll ich dazu noch sagen? Thundercats, ho! Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal.